alle klaue ich mir wieder. Ja. So, die erste Seite ist fertig. Fehlt nur noch die andere Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann hätten wir hier wieder ein Feld fertig. Gesundheit. Dankeschön, scheiß Erkältung. Ach, tu doch nicht so, als wenn du dich jetzt erschrocken hast. Ich habe mein Mikrofon extra schon leiser gestellt. Leiser? Du schreist sowieso schon die ganze Zeit in das Mikro rein. Willst du mich verarschen? Ich bin voll leiser am Reden. Nee. Kannst du mal sehen, wie empfindlich mein Mikrofon ist? Apfel ist fertig, der Apfel ist fertig. Die wachsen alle noch hier. Cool, gerade eine Melone abgeerntet, wächst schon wieder nach. Ui, das geht aber fix hier. Eine Pfefferschote. Ja, die ist noch nicht parat, die auch nicht. Die wächst noch, die wächst noch. Zack, 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 zack. Und langsam wieder diesen verkackten Samen wegschmeißen. Ja, ich warte mal, bis fast alle voll sind. Ich habe da extra diese Felder eingemacht. Auch das letzte und dann schmeiße ich die wieder weg. Aha. Erwachsene Orange, erwachsene Apfel. Noch irgendwo ein bisschen, ja, hier. Schön. Knochenmehl gehabt. Vielleicht Nutmix ein bisschen wachsen. Ja, Knochenmehl kriegen wir ja durch den Monster-Spawner immer wieder. Das war ja unser anfängliches Problem, aber das hat sich ja schnell gelegt gehabt. So. Jute Nutmix. Braucht aber lange, um dein scheiß Setzling hier zu wachsen, wa?
Ja, scheiß drauf. So viel brauchen wir ja erstmal nicht mehr, ne? Ich habe jetzt nur, um die Quests erstmal zu erledigen. Wenn wir später mehr brauchen, wir können es ja immer wieder kaputt schlagen. Scheiß der Hund drauf. Muss ich so lachen? Ich habe mir gestern eine alte Folge angeguckt von meinen Minecraft-Folgen, ne? Von diesem normalen Minecraft-Server. Und da habe ich diese Feuerwehr gebaut. Weißt du, was da mein Spruch irgendwann war? Was denn? Ja, da machen wir das so und so. Scheiß der Hund drauf. Ich habe diesen Spruch schon seit Ewigkeiten, ja? Und drauf. Da musste ich echt lachen, wie ich das gestern gesehen habe. Und mir das so auffiel, wo ich denn damals schon sagte, scheiß der Hund drauf. Wahnsinn. Zeit kann ich mal ein bisschen versuchen, hier Fische zu angeln. Die Angeln ist eh fast im Arsch. Haben wir schön das Podest gebaut hier. Das funktioniert ja soweit auch super. Teilweise brauchen die echt lange, um anzubeißen. Ja, Fische halt, ne? Aber ich bin schon stolz, dass es so weit hier hinten funktioniert. Die einen auch direkt entgegengeflogen kommen. Ah, der will nicht. Da, der ging direkt. Na komm schon. Fischi, 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 komm, 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 komm. Da, der hat direkt angebissen. Ah, wolltest du mich verarschen, ne? Ich bin mal gespannt, wie das mit den komischen Kraken da funktionieren soll, die man sich erschaffen soll. Bin ich echt gespannt. Du, wollt ihr nicht mehr oder habt ihr schon? Bist du denn? Ich habe mir doch hier so eine Plattform gebaut. Das haut genau hin mit dem Angeln da hinten. Ist genau der Abstand, den ich brauche, um da zum Beispiel zu angeln. Finde ich super geil. Boah, wie viele Früchte hast du denn von diesen? Was ist das? Ich hab Nutmix. Ich hab Die doch sind hier. geil. Ja, ich hab doch hier, hab ich doch gesagt, ich hab das Knochenmehl ein bisschen verbraucht. Hab ich einfach davor gestellt, immer Knochenmehl und zack, 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 zack. Du hast ja mal gesagt, dass die sehr ergiebig sind, deswegen habe ich gedacht, ja komm. Weißt du? Knochen haben wir ja hier noch ein paar. Kann man sich Hast du immer wie viel wieder. Erde? Hast du ja Erde? Wie brauchst du denn eigentlich noch? 8 Stück. 4, 5, 6. Hier hast du. Ja, ich gehe nochmal zu den Nutmeg. Wie gesagt, ich stelle mich dann einfach hier an den Baum, ernte ab und hau dann direkt immer Knochenmehl drauf. Ne, Knochen haben wir genug, Knochenmehl auch. So geht das ratzfatz. Ja, bloß nicht übertreiben. Ne, ne, ist schon klar. Ansonsten gehe ich halt noch ein paar Skelette killen, dann haben wir halt wieder Knochenmehl. Oliven. Wie ergiebig waren denn die Oliven? Hast du das schon ausprobiert? Oliven sind nicht so viel. Okay, alles klar.
Alles ja noch, klar. kann ja noch mal genau hingucken, aber ich bilde mir ein, das waren nur so viel. Ja, ich habe jetzt noch einmal So, du Olive. hast jetzt genau 8-mal Erde hier drinne. Okay, komme ich jetzt gleich holen. Ich ernte noch gerade hier alles ab. Kann ich nicht die direkte Erde jetzt für mich wieder nehmen? So. Das da rein. Ja, wie gesagt, ich hau dir jetzt einmal Oliven mit hier rein. Teste einfach mal aus, wie ergiebig ich ihren ist. So, und halt den Rest vom Schützenfest. %13. Und wie viel hat ein Nutmeg? 13%. Also nehmen sich die nächste, ist ja gar nicht so verkehrt. Sehr gut. 13. 14% hat. 12% hat der Salat. Okay. Also die Baumfrüchte sind die besten. Ja, außer die Pfefferschoten, ne? Da hat's ja gesagt, dass die ein bisschen schlechter sind. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, die Erde. Ja, Erde. Erde, danach kann ich Saatgut. Und auf dich aufzupassen, zu müssen dir zwei Zug abzugeben. Es hat geregnet und bei mir sprießen die Bäume hier, ey. 4, 5, 6. Ach, ich hätte sogar nur 6 gebraucht, egal. Kann ich mit den anderen zwei noch was anderes machen. Wasser. Kannst du dir zurückgeben. Ja, ich kann vielleicht noch ein paar Früchtebäume da hinten pflanzen. Jo, mach das. Eimer, tetre. Warum nimmst du denn immer hier raus? Nimm noch da hinten raus, so. So, das ist ready. Saatgüter. Haben wir hier noch 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mal Getreide. Sehr gut. Und Baumsetzling wollte ich jetzt machen, genau. Ich mach Pfefferkorn. Jetzt ist natürlich die Frage. Nehmen wir den mal einfach. Den Pfeffersetzling. Vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, da kommt der Setzling drauf. Der den ganzen Ruhe wachsen kann. Kommt ihr Oliven, wachst auch mal schneller hier.